Im aktuellen Fahrradhelmtest für Erwachsene wurden 14 City- und Urban-Helme für Erwachsene auf Sicherheit, Komfort, Handhabung und Schadstoffgehalt getestet. Das Ergebnis wird von Experten insgesamt als positiv bewertet. Ja, das Ergebnis mag aus journalistischer Sicht ein bisschen langweilig erscheinen. Es gibt keine sehr gut, keine genügend und nicht genügend, nur gut und befriedigend. Aus meiner Sicht ist das ein sehr positives Ergebnis, weil alle Helmhersteller diesmal ihren Job gemacht haben. Es gab keine Ausreißer nach unten, wie wir sie sonst erleben. Und Ausreißer im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Stoßprüfung funktioniert fast immer, aber manchmal reißen die Helmbänder ab. Das ist diesmal nicht passiert. Also eigentlich alles okay. Es gibt trotzdem etwas zu erwähnen. Die Helme unterscheiden sich konstruktiv im Test und jene mit diesem gelben Aufkleber landen tendenziell etwas weiter vorne im Ergebnis. Ja, hinter dem Kürzel MIPS verbirgt sich der Begriff Multidirectional Impact Protection System. Ein Zungenbrecher. Man hat hier eine Helminnenschale, die lässt sich bewegen in allen Dimensionen. Die ist in Gummi aufgehängt oder in Silikon. Und damit können nicht nur vertikale Stöße oder 90-Grad-Stöße vom Helm gut abgefangen werden, sondern auch so typische Schleifstöße, wie sie natürlich in der Praxis passieren. Und das ist wichtig für unser Gehirn. Unser Gehirn ist ja nicht festgewachsen an der Schädeldecke, sondern bewegt sich frei. Und wenn sich dieses System hier auch frei bewegen kann, wird ein bisschen von dieser Drehmomentenergie, von den Drehimpulsen rausgenommen. Und das hebt in unserem Test zusätzlich die Sicherheit, weil wir die Stöße in der Zwischenzeit genau so simulieren. Dennoch gibt es da und dort Verbesserungsbedarf. Wie zum Beispiel bei der Erkennbarkeit im Dunkeln. Das Modell Omne Air Spin von POC hat weder Reflektoren noch LED-Beleuchtung. Für einen stattlichen Preis von 160 Euro sind dessen Besitzer im Dunkeln also nur schlecht sichtbar. Nachholbedarf ortet Stefan Kerbel, aber auch beim Thema Abstreifsicherheit. Es gibt ja an sich verschiedene Normen und in diesen Normen wird auch ein Abstreifversuch durchgeführt, allerdings nur von hinten kommend. Da wird auf einem Dummy-Kopf ein Haken eingehängt, der Helm ist angeschnallt und dann wird hier angezogen mit einem Band. Das machen wir natürlich auch. Das haben die Helme alle bestanden. Wenn man sich dann aber ein bisschen von der Norm wegbewegt und den Abstreifversuch auch von vorne durchführt, da hat es dann schon einige Helme gegeben, die das nicht mehr bestanden haben. Und hier ist meine Forderung eigentlich an die Helmindustrie, nicht nur die Pflicht zu erfüllen oder die Hausaufgaben zu machen, sondern sich schon zu überlegen, was da draußen auf der Straße passieren kann. Und man kann sich's bei einem Sturz nicht aussuchen, ob von hinten irgendwie es mir den Helm runterzieht oder vielleicht doch von vorne. Hier haben sich einige Helmhersteller darauf verlassen, das wird schon funktionieren. Leider Gottes funktioniert es nicht immer. Und am Schluss noch Tipps vom Fachmann. Beim Kauf eines neuen Fahrradhelmes sollten Sie unbedingt auf folgende Dinge achten. Also der Fahrradhelm ist eigentlich wie ein Kleidungsstück zu betrachten und deswegen sollte man sich diese Produkte wirklich nur im Fachhandel besorgen, wo man die ausprobieren kann. Es gibt auch zu viele Attribute, die eine Rolle spielen. Die Passform ist etwas, das kann man nicht über all die Einstellmechanismen, die man hat, immer hundertprozentig hinbekommen. Jede Schädelform ist anders, das kriege ich nur durch Probieren hin. Die Lüftungsöffnungen sieht man zwar auf Fotos, ja, wenn ich jetzt in den Online-Shop hineingehe, aber in Wirklichkeit sehe ich das erst dann, wenn ich den Helm in der Hand habe, wie viele Lüftungsöffnungen er hat. Das spielt oft eine große Rolle. Und auch in dem Fall haben wir ja Helme getestet, die für Citybikes und so gedacht sind. Die gehen hinten sehr weit runter. Auch das muss man ausprobiert haben. Es kann dann durchaus sein, dass der eine oder andere Helm eher unpassender erscheint. Und was auch ein wichtiger Tipp ist, gebe ich auch immer gern bei den Kinderhelmtests, man sollte sich den Helm ohne die Bänder aufsetzen, nur das Helmband spannen und dann einmal nach vorne beugen. So kann man feststellen, ob der Helm wirklich exakt zur Schädelform passt. Dann muss das Band auch nicht mehr so hundertprozentig festgezurrt sein. Es reicht, wenn man hier zwei Finger hineinbekommt. Dann hat man den richtigen Helm gefunden und alles ist wunderbar. Die Ergebnisse des aktuellen ÖAMTC-Fahrradhelmtests für Erwachsene finden Sie wie immer auf unserer Homepage.